Worum geht es denn beim Zerstören von Konformismus und Konventionen? Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man provoziert, was Spaß macht. Ja? Mhm. Dahinter steht ja sozusagen eine Kritik an Lebensformen äh, und implizit eine Idee von besseren Lebensformen. Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Robert. Hallo, freut mich. Wir sprechen heute mit Robert Miesig. Er ist Journalist und Autor und hat schon eine Reihe von Sachbüchern veröffentlicht, äh, zuletzt zum, etwa zum Aufstieg der neuen Rechten. Wir sprechen heute über das neue Beginnergefühl. Ein Buch, das von den Revolutionen in der Kunst, aber auch in der Politik handelt und eigentlich davon, wie beide miteinander zusammenhängen. Ja, zuvor noch eine kurze Ankündigung. Ähm, ihr habt sicherlich schon gesehen, wir haben ein neues Heft. Abonniert das gern unter dem Link jacobin.de talks, damit unterstützt ihr dieses Format. Liked, kommentiert, teilt. Das hilft uns alles. Ähm ja, fangen wir ähm, mit einer ersten Frage an, Robert. Du kommst selber aus Wien und in deinem Buch spielt Wien auch eine große Rolle, mhm. weil da eigentlich um die Jahrhundertwende eine Konstellation herrscht, die ganz einzigartig ist. Also wir haben zuerst die Wiener Moderne, wo sich eigentlich, ja, die moderne Kunst, eine Revolution der Kunst verdichtet. Und wir haben später das Rote Wien, wo radikale Politik wirksam wird. Das ist auch tatsächlich für uns, für Jacobin, immer wieder ein Bezugspunkt, dieses Rote Wien, die Reformen, die dort angestoßen wurden. Ähm, Wodurch fangen wir vielleicht mit der Kunst erstmal an. Wodurch zeichnet sich denn die Wiener Moderne aus? Hm. Ähm, ja, danke, danke für die Frage, aber danke vor allem mal, mal für die Einladung und dass wir hier sprechen können, Matthias. Ähm, ich fange mal an mit Wien. Also du hast ja schon circa die Grundidee dieses Buches skizziert, nämlich dieses Aufeinander Einwirken von Politik, oder das ist ja nicht, nicht unbe unbedingt immer. Im, Im engeren Sinne Politik so können ja auch mhm. radikale Ideen sein, neue Ideen, die aufkommen. Äh, und äh, der Kunst, der ästhetischen Erneuerungen in der Kunst, äh, neue Schreibweisen in der Literatur, neue mhm. Sehweisen äh, in, der, in der bildenden Kunst. Äh, Sozusagen auch der Kampf gegen Konventionen. Man hat ja dann auch gleich Feinde, nämlich ja. der, äh, der Konservative. Darüber Kon reden wir auch, jeden Fall auch noch. Äh, Da sind wir schon an der Nähe von dem, was wir jetzt besprechen, weil es sind die gleichen Feinde, die die Progressiven haben. Äh, und dann gibt es aber noch ein drittes, das einwegwirkt, würde ich sagen. Das ist so etwas wie der gesellschaftliche Wandel, der ohnehin mhm. passiert, teilweise ohne Autor, mhm. teilweise, aber es auch da, ist auch technische, ökonomische, äh, technologische Fortschritte. Mhm. Also sozusagen die radikalen Ideen der Fortschrittsgeist und der Umbruchsgeist in der Kunst lassen sich auch nicht vollständig mhm. erklären, wenn wir die Eisenbahn vergessen ja. Ja? und solche Sachen. Ja? Also ähm, das äh, das ist die Grundkonstellation, die du fast überall hast in sozusagen in den letzten 200 Jahren, die ich mir vorgenommen habe. Bei mir startet so irgendwie 1820, 1830 äh, und in, in in Wien hattest du das auch in eine verdichtete, verdichtete Atmosphäre. Ähm, und da hast du zunächst einmal ab 1860, sagen wir mal so, äh Vielleicht ein bisschen später, äh, die Künstler und Künstlerinnen äh, des jungen Wien, eine Avantgarde äh, auf ihre Art und Weise, manche links, aber nicht alle. <laughs> ja, äh, die haben auch sozusagen konservative Tendenzen gehabt. Äh, ein ein brodelndes Geistesleben, sozusagen auch umgeben von, äh, von dieser Bubble aufs Bohem. Ja, äh, Bohem und Avantgarde äh, von Klimt bis Los. Ja. Äh, aber auch Otto Wagner, um vorher zu gehen, ja, der ja durchaus jetzt nicht nur so ranständig war. Ja, ich meine, der hat sozusagen im kaiserlichen äh, Wien dann die ganzen Straßenbahn und, äh, und sozusagen Signalbauten gebaut, die heutigen U-Bahn-Stationen, die vorher Stadtbahnstationen mhm. waren, der das Stadtbild geprägt hat, äh, das die neue Neubau der Stadt. Also das hat sich alles inspiriert. Und parallel dazu hast du gehabt, äh, junge Leute wie Viktor Adler. Und Engelbert Bernersdorfer, die auch eigentlich aus der Bourgeoisie gekommen sind. Also Bernersdorfer ist ein schlechtes Beispiel, weil mhm. der war einer der wenigen, die sozusagen in diese Bourgeoisenschulen, weil er so toll war, mhm. gehen durfte, aber eigentlich nicht aus, diesem, aus dieser Oberschicht gekommen ist. Aber viele andere schon, die, die Brüder und Geschwister Braun, ja, die dann die Brüder. Die haben, alle Teil der Arbeiterbewegung Die Brüder waren haben und hier in der SPD eine große ja. Rolle dann gespielt, haben SPD-Verlage gegründet, mhm. übrigens auch die dann irgendwann mal verkauft, um die österreichische Sozialdemokratie. Die finanzieren zu können, weil die war chronisch klamm. Äh, ähm, so, und in diesem, äh, in dieser, äh, in, in diesem äh, Bedingungszusammenhang, wenn man so will, ja, ähm, äh, äh, ist der junge Viktor Adler, äh, kommt, in, kommt in Verbindung mit radikalen Ideen, in, Sozusagen infolge der 48er Revolution, die kursiert sind, aber ich meine, er ist erst 53, glaube ich, geboren, also äh, mit einiger Zeitverzögerung. Und die Sozialdemokratie oder die Arbeiterbewegung als Ganzes lag am Boden, so wie hier: Verfolgung. Ja. Ja. Lass uns über Viktor Adler gleich nochmal ja. sprechen, er ist eine besonders interessante Figur. Ähm, und jetzt bleiben wir nochmal kurz bei der Kunst. Also, es gibt dann wirklich große Namen, also Gustav Klimt hast du schon genannt, den Maler. Mhm. Kokoschka, Schiele, mhm. äh, aber auch in der Musik Maler, Schönberg, also wirklich da passiert richtig mhm. was für die moderne Kunst, ja, wie würdest du das beschreiben, was, was setzt sich da durch oder was passiert da? Naja, da passiert vor allem, was in der Kunst immer passiert sozusagen, du machst ja nicht die Kunst, die ist ja schon hundertmal gemacht worden ja. das ist, also sozusagen auch, auch fast aus, aus intrinsischen Gründen ähm, äh, musst du ja etwas Neues schaffen und damit auch neue Seh-, Sprachweisen, Hörweisen schaffen, ähm, und äh, bist ja auch eingebunden in den Geisterzeit, der, der mhm. Geisterzeit, der natürlich auch dann wieder von den politischen Ideen äh, verbunden ist, dieses Überschreiten von Grenzen, mhm. dieses Zertrümmern von Konventionen. Mhm. Ja. Äh, da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen äh, sozusagen den Zeitverlauf genauer sich anschauen. Äh, also, äh, wie soll man sagen, also, Wagner ist vorlos und ja. zwar erheblich ja, äh, und Mahler ist vor Schönberg und zwar auch erheblich. Das heißt, es hat auch so, eine, so eine, einen entfassenden Überbietungszusammenhang, wenn man so nennen mag. Also das eine folgt aus dem anderen, das eine überwindet das andere, das eine setzt dort fort, wo das andere begonnen hat. Es gibt ja noch andere Impulse der Moderne, das sollen wir auch nicht ganz vergessen. Ähm, ähm, Sigmund Freud, mhm. äh, der natürlich massiv rezipiert worden ist und wo natürlich jetzt jenseits von der Frage der medizinischen oder Heilungstechnik mhm. natürlich äh, sozusagen etwas Zentrales der Moderne hineingekommen ist, nämlich die Introspektion des, äh, des, des modernen Subjekts. Ja? Äh, dieses, äh, man entdeckt das Unbewusste. Man, man, man entdeckt das Unbewusste, man, äh, man entdeckt die das Empfinden, man entdeckt die sensorische Reizung, es kommen neue Begriffe mhm. auf, Nervosität, Nerven, äh, und all das spielt hinein in, äh, in, die, äh, in die politischen Diskurse, aber auch in die, äh, in, in die Künste. Äh, wir brauchen jetzt den Imp Impressionismus hernehmen, mhm. der ja jetzt auch die Wirklichkeit nicht abbildet, sondern anbeginnt, äh, so etwas wie so impressionistisches Flimmern, äh, mhm. äh, das, die sensorische Reizung des Sehens, was ist das Sehens überhaupt, Sehen überhaupt, aber auch, es ist bereits interpretierte Wirklichkeit, also es wird nicht die Wirklichkeit versucht darzustellen, sondern es wird äh, äh, darüber hinausgegangen, nämlich sozusagen so, wie der Künstler, die Künstlerin die Wirklichkeit wahrnimmt. Das ist praktisch schon interpretierte Wirklichkeit. Also du gehst damit sozusagen aus von der, vom Realismus, also vom Plattenrealismus im Sinne von Naturalismus weg äh, und gehst woanders hin. Die nächsten Schritte sind dann Kubismus äh, und dann die völlige Weg in die Abstraktion, wie wir beispielsweise hier hinten als schönes Beispiel haben, äh, aus, aus der russischen Moderne. Ja. Ist, heute ist das ja fast schon zu so einer Phrase verkommen, dass die Kunst neue Wahrnehmungsweisen schafft und so. Aber eigentlich muss man das, glaube ich, historisch ganz ernst nehmen, ne? weil das tatsächlich auch ähm, das beschreibst du in deinem Buch auch immer wieder in verschiedenen Strömungen. So ist das. Ähm Dinge anders gezeigt werden, der Körper zum Beispiel bei Egon Schiele oder so, ne? und das werden sozusagen Dinge anders dargestellt, anders war so und das ist provokant, weil das gegen die Moral der Sicher. damaligen Zeit geht und sowas ja auch in Wien sicherlich. Ja gut, also Schiele ist ein super Beispiel, weil das ja natürlich auch, da geht es ja dann auch im Körperempfinden, um Sexualität, mhm. äh, äh, natürlich auch um die Warnung von männlich, männliche Wahrnehmung von jungen Frauen, mhm. äh, das hat natürlich etwas äh, pornografisch will ich nicht sagen, mhm. weil es wäre die Sprache der Feinde gewesen, ja, ähm, aber natürlich auch diese, äh, diese die, die, die männlichen Figuren, ja, die mhm. sind ja irgendwie schön, aber auch nicht schön, ja, also dieses rachitische, dieses, äh, äh, dieses ins Leben geworfene, nennen wir es mal so, ja, ähm, und der äh, Schiele ja, wurde ja dann auch ins Gefängnis gesteckt, einige mhm. Wochen, äh, und äh, das hat ja dann nicht aufgehört, es war ja jetzt nicht so, dass dann Schiele seinen Durchbruch hatte, 1900 war er gestorben, 2021 im Zuge der Spanischen Grippe, mhm. äh, äh, und dann quasi allgemein anerkannt war, also bis in die 60er Jahre wurden Ausstellungen von Chile, zum Beispiel in Rom, äh, verboten wegen Pornografie und mhm. Verstoß gegen Sitten. Ja. Und äh, das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, äh, worum geht es denn beim... Zerstören von Konformismus und Konventionen. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man provoziert, was Spaß macht. Ja? Mhm. Dahinter steht ja sozusagen eine Kritik an Lebensformen äh, und implizit eine Idee von besseren Lebensformen. Ja? Und äh, da sehen wir auch schon, wie unmittelbar die Verbindung letztlich von modernen Künsten äh, und progressiver, revolutionärer oder radikal reformerischer Politik ist, äh, weil das sind ja ganz wesentliche Impulse auch für die Linke. Und äh, das ist ja übrigens auch ein Grund, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe, äh, weil diese enge Verbindung, diese notwendige Verbindung äh, von Linken, von linker Politik und äh, progressiver Kunst sehr oft im Bereich insbesondere der linken Politik vergessen wird. Mhm. Ja? Mhm. Äh, ja, schon in Sonntagsreden und wir brauchen die Kunst und sie zeigt uns was und sie hält uns den Spiegel vor und was wir da immer so hören. Ja? Aber diese äh, dass die wesentlichen Impulse für eine Veränderung des Zeitgeistes äh, ohne dem progressive Politik nie erfolgreich sein kann, aus den Künsten kommt. Ja, mhm. Das muss man, glaube ich, ein bisschen mehr wieder unterstreichen. Um das nochmal auch konkreter und anschaulich zu machen, lass uns doch mal dann jetzt in die Geschichte nochmal mhm. von Wien gehen. Weil, also du hast es jetzt schon schön erklärt, es gibt so eine Art von, ja, was schon Wahlverwandtschaft zwischen radikaler Kunst und radikaler Politik, gerade in dieser Zeit, weil man auch gegen mhm. denselben Gegner eben vorgeht, ja. ne? also gegen eine bürgerliche Moral, gegen den frühen Kapitalismus. Ähm, und Jetzt, ja, du hast es vorhin schon gesagt, Adler ist eine mhm. besondere Figur. Was hat der denn einerseits mit dieser Avantgarde-Kunstszene mhm. zu tun und was hat er in der Politik gemacht? Na gut, das Besondere ist, er hat die Sozialdemokratie dann geeinigt in dieser Phase, dass, wo die Arbeiterbewegung völlig zerspalten, mhm. depressiv, demoralisiert <laughs> am Boden gelegen ist. Hat da auch das Zeitfenster genützt, das sich da geöffnet hat, 88, 88 89, also 1889 ja. ist es und äh, wurde sehr schnell zu einer Zentralfigur, hat das auch, äh, wie man könnte sagen, äh, amalgamisiert, hat sich das rund um eine Zeitung, die er gegründet hat, mhm. äh, die war sozusagen der, äh, die... Die Trägerrakete. Die der Arbeiterzeitung. Ja, zunächst war es die Gleichheit, die wurde verboten okay. und dann die Arbeiterzeitung. Die Arbeiterzeitung zuerst mal dann auf Wochenzeitung oder drei, zweimal in der Woche und dann als Tageszeitung. Äh, übrigens von Friedrich Engels auch wesentlich finanziert, äh, ohne dem wäre das nicht gegangen. Sie standen auch im Briefkontakt. Die war das, ne? Ja, sie waren engst befreundet. Und äh, Adler, war dann auch <laughs> Adler war dann auch in den letzten Tagen, äh, letzten Wochen des Lebens bei, Eng, äh, bei Engels, weil er äh, sein Leibarzt dann de facto war. Mhm. Also Adler war ja auch Arzt, das soll man nicht ganz vergessen. Hat im gleichen Haus praktiziert wie Sieg Sigmund Freud. Das ist ein bisschen, ein bisschen, es ist nicht falsch, aber es ist auch ein bisschen eine Urban Legend, weil da waren ein paar Jahre dazwischen und es war wahrscheinlich gar nicht das gleiche Haus, okay. sondern es wurde abgerissen und neu gebaut dazwischen, aber immerhin die gleiche ja. Adresse. <lacht> <lacht> Bergasse 9, äh, ein legendärer Ort in Wien. Ja. Äh, und diese Figuren äh, aus der Kunst und aus der Politik, nur die saßen in den gleichen Kaffeehäusern und haben, die, sind, äh, haben sich die Köpfe rauchen lassen und haben diskutiert. Also Hoffmannsthal Schnitzler äh, und Adler und Bernersdorfer und da gab es das Café Zentral, aber das war gar nicht so zentral. Dann gab es das Café Herrenhof, na Grinsteidl äh, auch genannt, äh, Café Größenwahn, weil die ganzen Jungen, die waren ja alle um die 20 und haben sich und mit, dieser, mit diesem Impuls äh, von vielen pubertierenden jungen Männern, nämlich wir reißen die Welt <laughs> nieder und wir werden die Welt neu bauen und wir machen alles besser und alle anderen sind Trottel. Ja? <laughs> äh, all, all die Väter insbesondere. Ja? Äh, das, also jede junge Männergeneration hat ein bisschen diese Impulse. Äh, der einzige Unterschied ist, die haben es wirklich geschafft. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, und dann gab es äh, Mahler, hast du schon genannt. Ja? Maler war dann auch Hofoperndirektor des Kaisers, ja, und hat in der Rolle des Hofoperndirektor des Kaisers Wahlkampf für Adler gemacht, mhm. was damals ein ziemlicher Skandal war. Ja? Äh, aber auch kein so großer mehr. Mhm. Also er ist nicht, er ist immer noch Hofoperndirektor geblieben im Wahlkampf äh, 1907, wie äh, das erste Mal das allgemeine gleiche Mineralwahlrecht mhm. eingeführt worden ist. Schlag mich tot, ich hoffe, es stimmt, was ich jetzt sage. Es kann auch der wahlkampf 2005 gewesen sein, wo es noch ein, ein Kurienwahlrecht gegeben hat. Aber so, so in dieser ähm in, ja. die, in, in dieser Gegend rum. Uh, und dann gab es natürlich, das ist ja jetzt nicht nur eine Wiener Suppe, also mhm. es gab ja natürlich ganz viele Connections, uh, auch zu den Russen, mhm. uh, zu den Franzosen, uh, um, zur französischen Avantgarde. Uh, Schnitzler hat dort uh, Lu, uh, Andrea Salome kennengelernt, die wiederum mit Nietzsche, wir kennen diese Geschichten alle. Mhm. Uh, uh, Lu Andrea Salome war in Wien uh, und uh, in Berlin hat sich viel abgespielt zur gleichen Zeit, uh, insbesondere sozusagen ästhetischen Revolutionen in der in der Architektur des Büro von mhm. äh, Peter Behrens hier äh, wo Miss Van der Rohe gelernt mhm. haben und viele andere äh, und die waren ja wiederum auch inspiriert diese klaren Formen äh, und geraden Linien von der Ästhetik des Kubismus mhm. ja also das eine ist ohne dem anderen nicht erklärbar mhm. und jetzt komme ich wieder auf Wien zurück ja die Ästhetik der Wiener des Wien, Roten Wien äh, dann Sozusagen, dieser, Zentra, eine der zentralen Geschichten ist natürlich eine Lebensreformbewegung gewesen in einem breiten Sinne. Aber dazu hat eben gehört auch sozusagen Wohnraum für alle und mhm. guter, moderner, schöner Wohnraum, auch mit einer Idee von äh, Praktikabilität oder wie man das nennen mag. Ähm, also das Rote Wien dann ist im, im Prinzip nach dem Ersten Weltkrieg ähm, kommt es, ja, wird die Österreichische Republik gegründet, äh, Wien wird sozialdemokratisch, ja, und auf einmal sind diese ganzen, ja, die organisierte Arbeiterbewegung hat auch auf einmal Macht, die Leute, die früher auch mit den Künstlern in den Kaffeehäusern saßen und so weiter, und jetzt beginnt so eine so ein neue. Und neuer die Künstler Aufbruch. haben mitgebaut. Und die Künstler, also die Künstler machen mit. Ja, genau. also, ähm, ähm, eine aber zu, was dazu ist, Adler war dann natürlich schon sehr alt mhm. äh, und er hat den Krieg gerade so überlebt mhm. äh, und äh, war dann der erste Staatsminister des Äußeren, also nachdem der alte Kaiser gestorben ist, mhm. das ist auch so eine wienerische Geschichte, und der alte Kaiser war natürlich so eine Art von, äh, was weiß ich, ja, so, so eine zentrale Identifikationsfigur. Mhm. Der äh, Figur, äh, ja, ja, heilig ist <laughs> vielleicht übertrieben, <laughs> okay. ja, aber... Äh, Schon des Alters wegen, so patriarchalisch und so. Dann war der tot und irgendein junger Kaiser, den keiner kennt hat und den, mit der jeden wurscht war, also wer übrig geblieben ist als kaiserähnliche Figur, war Viktor Adler. Okay. Ja, ja. Also, so als Integrationsfigur, die populärste Figur, also die Leute sind nicht Sozialdemokraten geworden, die Leute haben gesagt, ich gehe zu Adler. Damit haben sie gemeint, ich gehe zu dieser politischen Linie oder zu dieser politischen Bewegung, der Adler vorstellt, weil er so eine sein hohes Charisma gehabt hat aufgrund seiner personalen Integrität. Es ja, war jetzt nicht Charisma, weil er so ein großer Redner war. Erstens mal war er das nicht. Und zweitens waren ja die technologischen... Es gibt irgendwie, glaube ich, eine Schallplattenaufzeichnung, wo man ein bisschen was hört, aber eigentlich hört man nichts. Okay. Ähm, ähm, Und die Zeitung, so. die er gemacht hat, war eben auch so renommiert. ja also sie ja. Hatte Dafür, ja. dass sie ein Parteiorgan war, es war sicherlich damals auch noch mal was anderes als heute, aber war sie ein offenes, weitsichtiges, intellektuelles Blatt. Ne? Er wollte quasi, also Ravandalere lettere, bevor der Begriff geprägt worden ist, wollte er so eine Strategie der Hegemonie machen. Das heißt, er musste beeinflussen, dass die Teile des liberalen, progressiven Bürgertums, die man auf seiner Seite ziehen kann, mhm. äh, auch es ging ja um die Durchsetzung der Demokratie, um die Durchsetzung eines gleichen Wahlrechts, um Menschen- und Bürgerrechte. Mhm. Ähm, und Dafür musste man bei denen glaubwürdig sein. Das heißt, die Zeitung musste so gut sein, dass die, die in den Kaffeehäusern lesen. Ja, und nicht sagen, es ist nur Propaganda und, und sozusagen simple, simple Holzhammer-Parteizeitung. zeitung ja. Hat ein hervorragendes Feuilleton und, ja, und so weiter. Literaten haben ja dann mhm. dort auch geschrieben: von Jura Säufer bis äh, Ernst Fischer, den großen späteren Euro-Kommunisten. Eurokommunisten. Mhm. Ähm, und äh, die Verbindung zwischen Kunst und Politik, also sozusagen, dann ist ah, ja, das wollte ich erzählen und Adler ist quasi in der Rolle als Staatsminister des Äußeren gestorben am Tag vor der Ausrufung der Republik. Also mhm. das wofür er ewig äh, wofür er ewig gekämpft hat, hat er so wie Moses, äh, der durch das Volk äh, durch, äh, durch die Wüste führt, der das gelobte Land noch gesehen hat, aber nie betreten, so ähnlich war das bei Adler, also ja. eine fast äh, Gänsehautgeschichte. Ähm, und äh, ja, aber seine Nachfolger in der Partei äh, haben dann also erstmal die Republik mitgegründet. Also da gab es dann noch zu diesem Zeitpunkt eine Art von Koalitionsregierung, wo die Sozialdemokraten äh, mit Karl Renner, wenn ich mich nicht mhm. irre, den, äh, den, Reichs-, den Staatskanzler äh, gestellt haben. Und äh, vor allem in Wien haben sie eine äh, signifikante absolute Mehrheit gehabt, die sie bei keiner Wahl verloren hatten. Mhm. Also auch also bis zum Ende der Demokratie äh, 34. Und da konnten sie dann ähm, dieses äh, doch ambitionierte Reformwerk, Lebensreformwerk, also da wurde ja jetzt sozusagen nicht nur Gerechtigkeit ähm, hergestellt durch Umverteilung und äh, durch sozialdemokratische Reformpolitik, Wohnbaupolitik und anderem, aber auch Gesundheitspolitik, äh, sondern es wurde ja auch eine Art von neuen Lebensformen entwickelt. Äh, modern, aber auch kooperativ, also äh, in den Vierteln, in den Kretzeln, äh, Vereinswesen, äh, gemeins, gemeinsames Leben. Und daran haben natürlich die Künstler mitgestrickt, also äh, die großen Architekten und Architektinnen, äh, die auch inspiriert waren von, dem, von der Moderne, äh, von Los beginnend. Haben daran mitgestrickt. Es gab dann auch so zwei Strömungen, das wird heute übersehen, weil sich sozusagen die großen Gebäudekomplexe des Gemeindebaus dann so durchgesetzt haben und die sozusagen die Signalbauten davon sind. Aber es gab noch die zweite, zweite Linie einer, einer Siedlungstätigkeit, wo die einerseits. Man fast selbst gebaut hat, aber also die Arbeiter, die dann dort gewohnt haben, haben die Häuser selbst gebaut. Äh, oder man hat kleine Einfamilienhäuser, könnte man es nennen. Ähm, so berühmte Siedlungen, ähm, Heubergsiedlung siedlung zum Beispiel, mhm. äh, Rosenhügel-Siedlung, äh, dann von, äh, von großen Architekten bauen lassen. Also Los hat da auch etwas, äh, eine ganze Siedlung gebaut. Mhm. Äh, und das war natürlich so ein Exemplar. Es war, natürlich hat sozusagen die rein praktische Notwendigkeit gehabt, Menschen Wohnraum zu geben, aber es hatte auch die exemplarische Funktion, zu zeigen, wie eine so antizipatorisch wie eine sozialistische Gesellschaft aussehen könnte. Was viele kennen, sind die karl marx höfe sicherlich, ne? Und was man eben da sieht, es ist also ein öffentliches Wohnungsbauprogramm für für die für die Arbeiterinnenklasse so und gleichzeitig wird versucht Dinge ja im Geist der Moderne zu bauen. Die, man sieht es eben an den Gebäude. Das sind wunderschöne, interessante Bauwerke. Mhm. Ne? Ja, wobei es natürlich unterschiedliche Stile gab. Ja. Also da gab es auch sozusagen so. Äh, also natürlich gab es die, die klassischen äh, im, im, der Moderne des International Style schon. Mhm. Also nicht ornamental, ähm, sehr, 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 sehr äh, mit klaren Linien. Aber es gab natürlich auch die andere. Uh, so ne neoklassisch oder wie man das auch nennen mag, uh, da bin ich jetzt nicht so ein, in der FDR-Ebene nicht so ein Spezialist, uh, auch, auch sehr ornamental, fast wie Ritterburgen verspielt und so weiter und so fort. Uh, es konnte sich da auch jeder verwirklichen, mehr oder weniger. Also, es haben ja viele, viele Architekten und Architektinnen uh, da mitgearbeitet mhm. und nicht alle haben den gleichen Stil gehabt, aber uh, manche sind dann ja auch so, uh, nicht nur was die äußere Erscheinung betrifft, um, äh, ähm, quasi Verkörperung, Bauwerke der Moderne, sondern auch was das Innere betrifft, äh, also die praktikablen Küchen, äh, auch sozusagen der Einsatz moderner Technik, äh, dass die Frauen nicht von früh bis spät irgendwie... Die Wäsche mit der Hand waschen mhm. und so weiter und so fort. Ja. Äh, auch das, was dann schon später äh, Schütte-Lihotsky mit der Frankfurter Küche etabliert hat, auch sie hat in Wien gebaut, äh, bevor sie überall anders auch gebaut hat. Die war ja dann auch in der Sowjetunion und auch in, ähm, äh, in, in der Türkei sogar. Mhm. Du schreibst, ähm, vielleicht um das abzuschließen, in deinem Buch sehr schön, dass die. Ja, die, die äh, Atmosphäre des Roten Wiens oder äh, das Rote Wien ohne die intellektuelle Atmosphäre der Moderne eigentlich so auch nicht möglich gewesen wäre. Ne? Ja, überhaupt nicht. All ja. das, was die etabliert haben ab, ab 1900, 1920, äh, ist ja vorbereitet gewesen in den Jahren, äh, in den Jahrzehnten davor. Äh, sowohl von der Geisteswelt und von diesen, ja, von diesen Umgebenden. Gefühl, ja, mhm. Zeit, nehmen wir es Zeitgeist, mhm. ja, ähm, als auch äh, im ganz engen Sinn die ästhetischen Stile. Mhm. Und jetzt machst du in deinem Buch, du guckst dir natürlich nicht nur diese Konstellation in Wien an, sondern du beleuchtest ganz verschiedene Konstellationen. Wir können jetzt natürlich im Gespräch hier nicht alle ähm, aufgreifen, es sind zu viele. Also wen es interessiert, es geht wirklich beim Realismus los mit Balzac, Flaubert und ähm, geht dann wirklich ganz bis in die ja, Gegenwart eigentlich, muss man sagen. Und was natürlich aber für, für mich noch interessant war, ist äh, eine andere, wo, wo man auch ganz unmittelbar politische und ästhetische... Eine Beeinflussung findet, nämlich bei Brecht und bei, ähm, ja, auch Walter Benjamin natürlich, ähm, du nennst auch noch ähm, Bloch, also äh, drei Bs und Becher ist, glaube ich, ja. das vierte, genau. Und da ist es ja interessant, weil wir da nochmal ein bisschen ich anders. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht unter den vier Bs Bronnen das vierte b also Herr, bloch okay. nur vorkommt, aber okay, nicht wirklich genau. so eine Zentralfigur ist. Aber gut, das ist jetzt wirklich nur ja. Hermeneutik. Und da haben wir sozusagen eine, nochmal eine andere Beeinflussung, weil wir haben auf der einen Seite. Zum Beispiel jetzt Brecht nehmen wir ihn mal als exemplarischen Künstler da heraus, der noch ja am Anfang fast noch als Expressionist gilt, ja also der auch aus der ästhetischen Moderne mhm. sozusagen der Zeit kommt. Dann kommt aber die Oktoberrevolution, Brecht politisiert sich auch immer mehr und das Politische beeinflusst hier mhm. die Kunst und auch die Formen der Kunst ganz stark. Vielleicht kannst du das mal erläutern, was da passiert ist. Naja, ist, äh, sozusagen äh Brecht wird ein, nicht nur ein politischer Dichter, sondern oder Autor, äh, sondern er produziert ja eine neue Form des Theaters, weil das Alte nicht mehr funktioniert hat. Äh, dieses, äh, ja, dieses Theatralisch äh, fast Kirchenweihe-Dings, also wo dann das Bürgertum hingeht mhm. und äh, so eine, so eine Festlichkeit empfindet. Ähm, und es hat eben auch ganz offensichtlich der zweite, Sch ein, ein wesentlicher Strang auch äh, des Theaters nicht so mhm. sehr interessiert, äh, nämlich das psychologische Theater, wo die sehr wichtig ist. Ja, sozusagen, da geht es um die Menschen, es geht mhm. um, wie wir als Individuen empfinden. Ähm, und das ist ja auch nicht mal unpolitisch, ja, wenn. Äh, äh, wenn äh, wenn Frauenfiguren wie Hedda Gabler auf die Bühne kommen, auf die Bühne gebracht werden, die zerbrechen an der Art und Weise, wie sie äh, als Frauen eingeschränkt werden und welche äh, patriarchalischen Umstellungen äh, sie quasi äh, zu ertragen haben, äh, dann schreibt sich das natürlich in die Psyche ein und, mhm. die, Psy und das, die psychische Dynamik äh, dieser Personen äh, ist interessant. Aber letztlich ist es nicht nur Individual, die Individualpsychologie. Ja, so. Äh, Brecht entwickelt dann einen, eine neue Form des Theaters, ja, wo das Publikum einbezogen wird, ja, wo die vierte Wand aufgemacht wird, wo dann sozusagen auch immer ein Kommentator, äh, oder nicht immer, aber sehr oft auch der Kommentator das aus dem Stück raustritt mhm. äh, tritt und das Publikum anspricht. Ähm, ähm, und. Äh, ja, die ja, Leute sollen sich nicht einfühlen, sozusagen, in die Figuren, nicht sondern sie sollen eigentlich, ja, wenn man so will, Erkennen etwas in dem Stück. Ne? Und das Erkennen funktioniert am besten, indem man oder das, ein Weg zum Erkennen äh, ist, dass man die Situation verfremdet, dass es einfach eine kleine Situation ist, die man zwar irgendwie kennt, aber auf, aus deren Gewohnheit man heraustritt mhm. äh, und deren Künstlichkeit man damit auch erkennt, ja? äh, was man ja normalerweise ja nicht tut. <laughs> sozusagen das ist ja die, wenn man sozusagen die große Falle äh, der Realität, dass wir Gewohnheitstiere sind und alles, was wir vorfinden, wir als normal empfinden, weil wir so einfach darin auch aufgewachsen sind äh, und das... Äh, reduziert ein bisschen die Möglichkeit, uns vorzustellen, dass es auch ganz anders sein kann. Und und und, mhm. ja. Und Brecht bringt die Ungerechtigkeiten auf die Bühne, aber auch, wie es Menschen dazu bringt, zerrissene zu sein, weil sie, wenn sie auf die eine Art und Weise handeln. Verstoßen sie gegen ihr moralisches Empfinden. Äh, wenn sie aber auf die andere Weise handeln, dann ist es nicht praktikabel mit der Systemdynamik. Wenn wir sozusagen mhm. jetzt äh, das ganz simpel formulieren, äh, was der Hintergrund ist, von der gute Mensch von C zu an, die sie auf äh, ein eine, eine Krämer <laughs> und eine Krämerin, die sich aufspaltet in zwei. Die eine ist gut und die andere bedrückt die Leute, weil es kann es nicht sein. Und, sie muss also äh, als, als, als weiß ich nicht, was sie ist, da Kaufmänner oder sozusagen wenn sie auf dem Markt ist und handeln muss, da ist sie gewissermaßen, muss sie hart sein, ja, muss ihre ja. Menschlichkeit vergessen, um den systemischen ja, Zwängen irgendwie ja. zu entsprechen und wirklich voranzukommen, Profit zu machen. Und eigentlich ist sie aber auch immer ein sehr weiches, also spaltet sie sich in zwei. Genau. Ja? Und äh, ein Nebenseitsstepp Neben des Stücks ist, äh, dass äh, drei Götter die Erde besuchen, um zu sehen, wie gut denn ihre Produkte ist äh, und sind dann sehr erschüttert darüber, was sie da eigentlich falsch gemacht haben ja. äh, und, und sagen dann diesen wesentlichen Satz, äh, die, wir müssen zugeben, die Welt ist unbewohnbar. Ja. Ähm, so, das ist natürlich alles extrem äh, deutlich politisch. <laughs> äh, dann geht es natürlich noch mehr in die bolschewistische Phase von Brecht, der bolschewistischer als die Bolschewisten ist, bis ja. zu einem gewissen Grad. Äh, also, er hat, er hat ganz sicher eine linksradikale Phase äh, bei aller Dunkelheit äh, und äh, die Dinge im Ungefähren lassen, wo, wofür er auch sehr gut war. Ähm, da macht er diese vier Lehrstücke, nicht? Mhm. Ähm, äh, die de facto sowas wie Schulungen sind, <laughs> Schulungen durch Theater. Also sollen auch in den Lehrstücken sollen die. Das ist auch für die Leute, die die spielen sozusagen. Ne? Da geht es wirklich darum. Also, ja, wie kann man das sagen? Sozialistische Kader auch auszubilden. Ja. ja, das ist Kaderbildung, ja. genau, das ist der richtige Ausdruck. Ja. Ja. Äh, und ich, natürlich ist er da nicht völlig alleine bei der Entwicklung des neuen postdramatischen Theaters oder mhm. des epischen Theaters. Äh, und bis bis Kantor auch, das ist, das ist etwas, mhm. was sich wesentlich in Berlin abspielt. Mhm. Ja. Ähm, damit gehen wir sozusagen von Wien mal ja zu, mhm. zu einem anderen Hotspot der Moderne, obwohl es auch noch andere gab. Äh, Paris natürlich war ein zentraler Hotspot. Und was da am Theater entwickelt worden ist, ohne dem können wir das heutige Theater überhaupt nicht vorstellen. Also, sozusagen, natürlich sind wir weit über brechtisches Theater hinaus, aber alles, was Theater heute macht, hat sozusagen wesentliche Ursprünge in dieser brechtischen ja, Revolutionierung des Theaters. Ja. Äh, da geht, es kam natürlich anderes noch hinzu. Ja. Mhm. Äh, wesentlich, was immer schon wesentlich in der Moderne war, ist, äh, dass man nicht nur mit Sprache die Wirklichkeit bearbeitet, sondern mit Sprache auch die Sprache bearbeitet mhm. ja, und deren doppelten Boden äh, vielleicht sich anschaut. Ja. Und äh, das hast du natürlich heute, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt über Jelinek reden, über Elfriede Jelinek mhm. reden oder über René Polles, der hier an der Volksbühne arbeitet, mhm. äh, das sind natürlich ganz neue Spuren. Ähm, also ganz neu sind sie auch nicht, aber sozusagen sie waren jetzt sicherlich nicht die zentrale im Brechtschen Projekt. Ähm, und äh, ja, das ist aber natürlich auch ein wesentlicher Stand der Moderne. Jetzt ähm, sind das, ja, war das auch eine relativ noch klassisch linke Konstellation, wenn man so will. Jetzt hast du in deinem Buch, du guckst ja aber gerade auch im 20. Jahrhundert, mhm. nochmal ganz andere Figuren an und schaust auch, ja, wie sich das politische in der Kunst auch verändert, mhm. ja. Und Vielleicht können wir mal darüber sprechen. Es, ähm, vielleicht gehen wir mal nach Amerika. Jetzt mhm. verlassen wir Europa, mhm. Wien und Berlin. Ähm, ja, du beschreibst. Zum Beispiel Jackson Pollock, Marcel mhm. Duchamp, die sozusagen auf ganz eigene Art wieder, erstmal eigentlich muss man sagen, in der Kunstrevolution revolutionär waren, die also wieder neue Formsprachen entwickelt haben, etc. Mhm. Aber was würdest du sagen, was war an denen denn politisch? Mhm. Oder wie kann warum ordnest du die so ein jetzt, ne? In so eine, weil es ist, du machst ja auch eine linke Geschichte ja. der Kunst. Gut, ich, äh, wenn es geht um neue Sehweisen, neue Schreibweisen, neue Wirklichkeitserfahrungen, neue Sprechweisen. Äh, und äh, da habe ich ja vorher schon, du hast es ja kurz mhm. erwähnt. Balzac und Flaubert mhm. auch als zentrale Figuren äh, dabei, äh, die ja bei Gott keine Linken waren, aber die sich sozusagen die Welt, wie sie sich entwickelt hat, wir reden ja hier dann sozusagen von dem entstehenden Kapitalismus mhm. oder der inneren Auflösung der Feudali des Feudalismus oder wie man es mhm. nennen mag und wo die bürgerliche Klasse äh, dann plötzlich zu einer Tonangebenden wird ja? äh, und die mit einer Furcht, mit einem totalen Biss und Bissigkeit und Gehässigkeit äh, diese Welt, Analysiert haben. Mhm. Ja? Und damit waren sie ja natürlich schon implizite Kritiker, zumindest äh, der Gesellschaft. Und äh, das hat ja äh, Marx und Engels waren ja begeisterte Leser von Balzac. Wie gesagt, Vielleicht. Balzac war einer der. Ja. Äh, der sozusagen am ehesten noch das gleiche Projekt verfolgt hat wie sie, nämlich eine totale Kritik der Gesellschaft, also sich alles ja, anzuschauen. Vielleicht doch noch ein, zwei Sätze zu Balsack, ne weil er so wichtig und so, du hast es auch nochmal so schön geschrieben, er stellt eigentlich ein semantisches Zeichensystem der Klassengesellschaft zur Verfügung. Ja, also bis zur Bourdieu, die Soziologen werden den alle noch lesen, weil, weil sie sagen, ja, da finden wir eigentlich was, da hat der Roman wirklich dieses, die feinen Unterschiede, wenn man es so, ja. ja, wirklich so genau aufgezeichnet, das hat vorher kein anderer Roman genau. geschafft. Und auch die, die, die Psychologen hinein, natürlich, was bringt dann die Menschen dazu, sozusagen so Grieche so, 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 und Heu und wenn die zu werden und so weiter. Also alles wunderbar, also wunderbar beschrieben. Aber bei Flaubert äh, bei, bei natürlich. Ähnlich, ähm, die waren in einer anderen gesellschaftlichen mhm. Rolle. Also, Paul sagt, Acton hat immer Geld gefehlt, mhm. ähm, weil er das gar nicht so arm war, aber mhm. äh, arm genug, um nicht das Leben der Beschriebenen führen mhm. zu können und um, um im Leben der Beschriebenen, was er unbedingt wollte, mitspielen zu können, äh, hat er mehr Geld gebraucht, als er hatte. Also, hat er jedes Jahr ca. drei Romane schreiben mhm. müssen. Äh, Flaubert war reich genug, äh, dass er in Wirklichkeit sozusagen heute 20 Jahre einen Roman geschrieben hat. Also, mhm. circa. Ja. So. Aber das war jetzt nicht eine Frage, sondern nur so ein, ein eine Rückschau, eine Rückschau, eine Rückschau, ein kleiner Einschub. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei den neuen Formensprachen in der bildenden Kunst, wenn sie revolutionäre Aspekte entwickelt. Wobei es ja nicht so ist, dass die völlig unpolitisch waren. Also du hast Marcel Duchamp genannt, der ja aus der mit, aus dem Kubismus und mhm. aus der Dada, surrealistischen Bewegung gekommen ist, war immer nur eine, Randfi immer eine Randfigur. Also es war nicht der Typ, der, also kein Vereinsmeier, der wo unbedingt dabei sein wollte, mhm. sondern eher jemand, der nirgendswo richtig dabei sein wollte. Aber er war schon dabei. Und das war ja natürlich schon eingebettet in linke revolutionäre äh, Zeit Zeitgeistströmungen. Ja, also äh, Picasso, äh, Fernand Léger. Äh, auf, auf, auf der auf der kubistischen Ebene und also und dann Dada und Surrealismus mhm. äh, von Georges Braque bis André mhm. Breton also es ist ja im Kern politisch gewesen ähm, und in dieser und in dieser Welt war auch äh, die ja und äh, auch die, die, die Geschichte des Bauhauses äh, ist jetzt nicht nur eine linke Geschichte aber es ist doch wesentlich auch eingebettet in die linke Geschichte und hat sozusagen Verbindungen äh, mit äh, anderen äh, architektonischen Reformbewegungen wie das Style in, in, in den Niederlanden, wo Mondrian ähm, äh, eine Zentralfigur war äh, und Piet Mondrian wurde dann aber auch eben eine Zentralfigur für die amerikanische Moderne, weil er geht in den 40er Jahren äh, in die USA und prägt dort auch äh, die neue künstlerische Moderne, so wie äh, Duchamp sie mitgeprägt hat, äh, um jetzt Ausländer zu zitieren, die in den USA waren, äh, aber gleichzeitig auch gibt es Amerikaner wie Man Ray, die in, nach Frankreich gekommen sind und dann wieder zurückgegangen sind. Also da war dann so ein Austausch, aber was man ganz klar sagen muss, das Zentrum der Moderne verschiebt sich von Paris nach New York. Ja? Leicht zu erklären, <laughs> da gibt es Krieg, Nazi-Besatzung, alles hin. Äh, auch eine moralische. Eine moralische halt Verwüstung. Äh, äh. Frankreich hat ja keinen Widerstand geleistet mhm. und das mhm. betrifft ja dann auch im Wesentlichen, äh, wesentliche Teile der, der Künstler, sondern sich irgendwie angepasst. Ja? Äh, natürlich gab es die Resistance, mhm. aber viele haben so halb dagegen und halb mitgemacht ja? und äh, zumindest versucht zu überleben. Also da war schon äh, so eine äh, auch moralische Verwüstung dann da. Ähm, und außerdem waren viele in die USA, weil sie halt quasi ins Exil gehen mussten und sind ja dort dann auch geblieben. Ähm, und so hat sich das äh, in diese Richtung verschoben. Und dann hast du. Äh, Sozusagen als, als im Nachgang sehr schnell ähm, die Entstehung einer neuen Künstlergeneration, Maler, um, sehr männlich dominierten mhm. äh, anfangs oder zumindest auch in der Rezeption. Ja, und Frankenthaler und andere es, es spielten Frauen eine Rolle, aber sie werden erst jetzt so richtig mhm. deutlich gemacht, weil es sozusagen schon so, ja, da der männliche Maler, also Jackson Pollock, mhm. ja, der, der, war das, der immer psoffen ist und mhm. äh, sozusagen sehr maskulin und das, die Leinwand bearbeitet, das ist auch ein gewalttätiger, aggressiver mhm. Akt und äh, der sozusagen auch so was Unbändiges hat, äh, so ein fast so ein Rebel without a cause mhm. äh, und der dann auch noch stirbt, weil zu schnell mit dem Auto oder betrunken mit dem Auto gegen einen Baum fährt, ja also, ja, also äh, das, ist, das hat ja schon eine stark männlich Geschichte, äh, vor deren Hintergrund sich Frauen schwerer äh, eher in die erste Reihe stellen konnten, äh, obwohl sie dafür sicher die Qualität hatten, was übrigens auch in den früheren Phasen der Fall ist. Also, äh, wenn man sozusagen den Weg des, äh, in die Abstraktion nimmt und Kandinsky äh, mhm. äh, und da waren auch Frauen da rundherum, äh, die aber bis heute fast vergessen oder lange Zeit vergessen waren oder zumindest verglichen mit den Männern und wenn wir jetzt sozusagen wir sind jetzt da in Amerika, ne, wir haben da zweifellos Leute, die noch mal innerhalb der Kunst im Kunstfeld wirklich noch mal was ganz neues Machen, Duchamp, das, das Pessoir, also er, nimmt ein, er, er findet das ready-made. Mhm. Ähm, also er nimmt einfach eine Kloschüssel, signiert die und stellt sie ins Museum und so. Eine Pinkelschüssel. Die ja, pardon, ja, damit ja. die Menschen nicht ja. glauben. Also, genau. Äh, ja. genau. Ja. genau. Und, und sozusagen, also da passieren Dinge nochmal, die für das Kunstfeld selbst wichtig sind, aber das beschreibst du dann auch, was wir da dann langsam auch finden und was dann auch jemand wie Susan Sonntag nochmal so als eine ambivalente Figur mhm. markieren wird, ist diese. Ehe oder diese Wahlverwandtschaft, diese starke Wahlverwandtschaft zwischen radikaler Politik und Kunst, wie wir sie beispielsweise noch in Wien und Berlin gefunden haben, die beginnt sich langsam irgendwie doch zu lösen, da, ne? ja sie beginnt sich zu lösen ich bin mir gar nicht so sicher ob sie sich so zu lösen beginnt zu diesem Zeitpunkt es gibt natürlich Tendenzen äh, erstmal die Populärkultur die spielt mit dem Kommerz und nicht mhm. mal nur kritisch sondern quasi auch affirmativ oder mhm. beides mhm. also so kannst du kannst ja etwas im ungefähren lassen und gerade dieses ungefähren mhm. lassen also wenn man uns heute oder wie man wenn man sich damals pop den stehenden pop von Jasper Jones äh, vielleicht beginnend aber bis äh, äh, mit, mit die, in jedem Fall dann mit äh, Andy Warhol und den ikonischen Suppenschüsseln, mhm. ähm, also nicht Suppenschüsseln, Suppendosen, Kämmer, Suppendosen äh, ja. sich anschaut, dann ist das ja sozusagen eine implizite Kritik auf Wahrnehmungsformen, mhm. die uns die neue Kommerzkultur mit ihrer Werbung und Marketing präsentiert, aber gleichzeitig ist sie eine, eine affirmative Übernahme. Aber wie man es gesehen hat, hatte man ja beide, beide Empfindungen. Ne? es war nicht, je, nicht, völlig jenseits, ähm, nicht völlig jenseits des Kritischen. Ja? Ähm, und das ist ja bis heute so. Ja? Also auch wenn du heute als junger Mensch mit diesem neu mit dem jeder, jeder lernt das mal neu kennen, mhm. ne? ähm, dann hast du ja jetzt auch nicht nur eine eindimensionale Wahrnehmung, würde ich sagen. Insofern ist bis heute sozusagen die Auseinandersetzung mit Kunst ein wesentlicher äh, ein wesentlicher Pfad äh, zur Selbstradikalisierung, <laughs> sagen wir es mal so simpel. Ja. Also das hat sich nicht so sehr geändert. Aus dem äh, kamen neue Formen der Populärkultur, die man vorher nicht ernst genommen hätte, mhm. ja, äh, von Popmusik bis zum Film. Ja. Und in all diesen Bereichen gab es ja wesentliche Impulse für, äh, ja, für Rebellion zumindest. Mhm. Ja. Äh, manches mhm. ist explizit. Äh, Politisch wie Teile des französischen Films. Mhm. Äh, manches ist es nur so implizit. Natürlich gab es eine implizite Lebensreform-Idee von Hippies und Woodstock. Mhm. Ja? Äh, äh, und äh, ja, das sind sozusagen die Ambivalenzen, würde ich sagen. Die Ambiguitäten, die mhm. muss man immer drin haben. Ja. Also, ich würde auch sagen, natürlich, es gibt immer. Auch aber die Ambiguitäten hast du immer gehabt. Also, ich man mein, soll genau. ja nicht vergessen. Also, ja. äh, erstens mal, äh, Miss van der Rohe war nicht so ein Link, aber irgendwie mhm. vielleicht zeitweise schon, weiß man nicht so genau, ja. der sich dann irgendwie ja. äh, versucht hat, auch an die Nazis zeitweise anzupassen passen, also er ja, hätte das Bauhaus nazi kompatibel gemacht, wenn nicht die Nazis gesagt hätten, das lassen wir nicht zu. Also das wollen wir nicht, ja? Also erst dann so und der Stil der neuen Architektur wollte natürlich Häuser für die normalen Menschen bauen, Schönheit ins Leben aller reinzubringen, was hat aber am Ende Miss Van der Ruhe gebaut, äh, ins, ins, vor allem Willen für die, für die Superreichen äh, mit hohem ästhetischen Anspruch. Ja? Mhm. <laughs> also die berühmte Villa Tugend hat äh, oder halt sozusagen Museums bauten, wie wir sie hier haben. Äh, und selbst dort, wo sie Siedlungen gebaut haben, wie die Stuttgarter, wie heißt sie, Werk, Werkpunkt-Siedlung in Stuttgart. also muss jetzt nicht Werkbundsiedlung heißen, aber es ist eine Stuttgarter Siedlung, da haben alle Großen mitgebaut. Und das wäre natürlich als Idee gewesen, eine, eine Siedlung für die normalen Leute. Und ein Song sind sozusagen... Reiche oder obere Mittelschicht. Also, vielleicht kann man, kann man so sagen, die Kunst selbst ist natürlich vieldeutig, insofern immer anschlussfähig, sozusagen auch für verschiedene politische Strömungen. Und es kann gekapert werden. Kann gekapert werden, auf jeden Fall. Es gibt natürlich Epochen, wie wir es eben gesehen haben, wo man doch eben so eine nähere Verwandtschaft auch in der Art, wie es gedeutet wird, wie es angeeignet wird und so auch sieht, die man irgendwie als links bezeichnen könnte. Ne? Das, ist, das ist klar. Und vielleicht aber auch, weil das so ist, also das Interessante ist ja, was dann? Heute passiert oder wo wir heute stehen. Also wir haben mit Susan Sonntag, da hast du das nochmal ganz schön ähm, auch so anschaulich gemacht. Es findet, es, es, es geht natürlich in der modernen Kunst dann auch, sie ist natürlich Kritikerin gewesen, aber ähm, sie fängt an, sich schon als selbst zu stilisieren, sehr stark medial. Ne? Und das sind eben Dinge, die sich als Praxen so durchsetzen. Und es gibt von Reckwitz, dem Soziologen, der sagt, also der, der Kapitalismus ästhetisiert sich, ne? Es wird ein kreativer Kapitalismus, das breitet sich auch so aus also heute sind ganz viele Arbeitsweisen oder so sind sozusagen flexibel geworden ähm, Design ist überall etc so und wie würdest du jetzt diese Entwicklung sehen also muss man nicht da auch sagen ja der Kapitalismus hat vielleicht im Moment die Kunst sehr stark für sich vereinnahmt und es ist auch ganz schwierig darin noch so dieses Widerstandspotenzial zu sehen was man vielleicht früher auch hatte weil man zum Beispiel einer bürgerlichen Moral gegenstand, die sich ja auch erschöpft hat. Natürlich, klar, das ist das Riesenproblem der Kunst. Also, ähm, ich finde ja Susan Sontag eine total interessante mhm. Figur. Also jetzt nicht nur als Figur, sondern auch das, was sie geschrieben hat, ihre mhm. Texte. Und damit ist sie ja auch eine paradigmatische intellektuelle Figur mhm. ähm, und Autorenfigur, Autorinfigur, mhm. äh, sagen wir mal, der zweiten Hälfte mhm. des 20. Jahrhunderts. Ähm, die... Ich meine, man hat so, meine, es ist immer so ein blöder Ausdruck zu sagen, dass jemand ist ein Vorbild, aber sozusagen mhm. als, als Autorin und äh, dieses, mit diesem Imperativ, sich für alles zu interessieren äh, und keine Sekunde ungenützt zu lassen, ein Susan Sonntagtag hat irgendwie ausgestattet, einen Text schreiben, dreimal ins Kino, ab, äh, zwischenzeitlich in, äh, in der Ausstellung und abends zu, einer, zu zwei Vernissagen mindestens und dazwischen irgendwie noch mit äh, drei der interessantesten Menschen der Welt zu diskutieren. Also, das <laughs> und, und, und das ohne, ohne viel zu schlafen dazwischen. Ähm, und äh würde ich auch gern so machen. <laughs> ja, äh, wa was du natürlich richtig sagst, ist dieses Spiel mit Prominenzstrategien und Prominenzstrategien äh, Glam Glamour ins, äh, äh, Glamour glamourös äh, zu sein, äh, dann auch dementsprechend zu publizieren. Also sozusagen auf hier umgelegt würde sie sowohl in Jacobin mhm. als auch, sagen wir mal, in, was, was gibt es in der bunten Erbundung? Gibt es gar nicht, aber sowas wie... Äh, MQ oder wie diese äh, Sachen ja. heißen, ich weiß es ja gar nicht. Glaub, Vanity Fair, und, vielleicht äh, Vanity Fair sind, sowieso, klar. sozusagen äh, selbst Playboy wäre mhm. möglich gewesen, mhm. ja. Ähm, publiziert, also alles hochinteressant. Ja. Äh, das, was du jetzt anschneidest, ist sozusagen das. Womit sich die Gegenwartskunst, nennen wir es mal so, in den verschiedensten Ebenen mhm. äh, herumschlägt. Das ist übrigens ein wahnsinnig lustiger Begriff Gegenwartskunst, weil seit circa, äh, manche sagen, hat die Gegenwartskunst 1953 mhm. angefangen, manche datieren sie auf 1961, ist auch schon wurscht. Meine, 60, Jahre, äh, 60 Jahre Gegenwart ist eine relativ lange mhm. Zeitspanne für Gegenwart. Ähm, und ist natürlich jetzt, muss man von der Kung bildenden Kunst, Malerei, wieder was anderes ist die Popmusik und wieder was anderes ist die Literatur und das Theater. Aber die Fragen sind irgendwo die gleichen, nämlich die, und da zeigt sich ja, schon in der Frage stellt zeigt sich ja, dass die Kunst so eine politische Idee implizit in sich hat, mhm. nämlich diese Frage, die sie jetzt alle umtreibt, wie können wir relevant sein? Mhm. Ja? Und äh, was ist politische äh, Kunst heute? Was ne? ist politische Kunst heute, aber auch wie kann man relevant sein? Also man kann ja relevant sein, ohne explizite politische mhm. Kunst zu machen. Aber dann muss man etwas über die Gegenwart Relevantes zu sagen hat, mhm. haben und das muss kritisch sein und über diese hinausgehen, mhm. ja oder die in Frage stellen oder den Spiegel vorhalten, mhm. wie man so schön in, der, in diesen Ding sagt, ja und das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du sozusagen die ärgsten Provokationen dir ausdenken kannst und das städtische Theaterpublikum, das früher geboot hätte und Skandal gerufen applaudiert und wenn du am Markt der mitbildenden Kunst vielleicht stil Revolutionen machst, die provozieren oder sie skandalös sein sollen oder was auch immer oder zumindest radikal neue Sehweisen etablieren sollen und dann hast du mit einem Kunstmarkt zu tun, der dafür gleich mal 20 Millionen zahlt, dann bist du natürlich Teil eines Systems. Genau, also der, <laughs> der Kunstmarkt ist heute ja auch ja, ein riesiger Kapitalmarkt natürlich. einfach. Ja, also ja. Es ist, ja. klar. Uh, also, das sind dann sozusagen die inneren Herausforderungen, mhm. äh, die aber vielleicht noch gar nicht so viel zu tun haben mit der Frage des Re Relevantseins. Mhm. Ja? Weil mit relevant sein musst du etwas äh, produzieren, das wirklich einen Unterschied macht. Ja? Mhm. Das du dann vielleicht noch Geld dafür bekommst und vielleicht ein bisschen korrumpiert wirst, ist die eigentlich dann der zentrale Punkt, weil ich meine, reich war Brecht auch. Ja. Ja? <laughs> das stimmt. Genau, also vielleicht, vielleicht kann man das als, ist das oder wäre das so dein Plädoyer, dass man heute sagt, naja, wir müssen sozusagen, also wenn wir, wenn wir jetzt über relevante politische Kunst nachdenken, was macht denn heute den Unterschied? Also heute, wir sehen es, also ja, der Kapitalismus, wie er gerade funktioniert, produziert unglaubliche Verheerungen, produziert unglaubliche Ungleichheiten. Ja, die neoliberale Revolution hat sich zu Tode gesiegt. Es wird eigentlich alles nur noch schlimmer. Vielleicht ist eine Kunst heute eine, die natürlich ihre Geschichte, ihre Form, Sprache, ihr das, das Ernst im Neue Form entwickelt, aber die eben auch wieder Ne, diese, genau das versucht zu, zu thematisieren. Es ist eben nicht einfach, sagen wir es Ja, so. ja, ich glaube, ich habe glaub, für die, für die Poli Interessant ist in der Geschichte der Modernen natürlich, dass sich immer Schulen gebildet mhm. haben und das ist schon ganz gut fürs äh, Politische, mhm. äh, weil dann bekämpft die eine Schule die andere und dann hast du sozusagen eine Art von Spannung, mhm. äh, die dann selbst schon äh, dem Politischen günstig ist. Mhm. Ja? Äh, äh, der, eine der Charaktereigenschaften der Gegenwartskunst ist, dass du solche Schulen nicht mehr hast und dass dieses, dieses Anything Goes und ähm, und alles nebeneinander und all jeder Stil ist möglich und mhm. jeder ist gut. Mhm. Äh, das, das dem Ganzen auch eine gewisse Spannung nimmt, mhm. ne? ähm, weil dann ist ja alles möglich und mhm. braucht man nicht für diskutieren drüber und wenn man nicht für diskutiert, wird nicht sehr viel weitergehen. <laughs> so, ähm, und äh, insofern hast du natürlich politische Kunst heute. Ja, denken wir nur an. Also es, manchmal hört man wenn, wenn tausende Namen in einem Buch vorher. Kommen, ist ja egal. Ja. Äh, aber mein, selbst, du, du äh, hast selbst, weil, auch. Auch weil, weil die Export die ist jetzt nicht ja. ganz ja. neu. Also die ist jetzt nicht mehr. Am, also sozusagen. Äh, also polish vielleicht gut. nennst du in deinem ja, Buch. Ja, gut. Oder? Ich, ich, ich wollte also, jetzt um von der Bildenden ja. Kunst reden. Also. Aber. Ähm, äh, Im Theater ist es sowieso <laughs> klar, weil Theater ist immer politisch. Erstmal agiert es mit Texten und zweitens äh, findet es statt mit anderen, also sozusagen in einem Raum, äh, wo sein kollektives Erleben ist. Äh, also so ganz unpolitisch ist es nie, aber polnisch äh, natürlich die Sp äh, eine Sprache, eine Darstellungsform für diesen neoliberalen Selbstoptimierungskapitalismus zu finden, ist ein. Wes ist ein im Kern äh, politische äh, mhm. Schreibweise. Äh, ist halt auch, Muss man auch dazu sagen, Polish, wann hat Polish damit begonnen? 2002, 2003, mhm. 2000, 2007 hat man dann schon gesagt, manchmal das Gefühl gehabt: okay, das habe ich jetzt aber schon gesehen. Mhm. Äh, also diesen Fluch des. Äh, äh, dass wenn du mal was etabliert hast, dann irgendwann mal auch weitergehen musst, mhm. den kommt doch eher nicht aus, das ist klar. Aber du hast dann auch ganz andere Theaterarbeiten wie die von Milo Rau, mit dem mhm. ich auch einiges gemeinsam gemacht habe und der ein guter Freund von mir ist und der ganz fantastische Arbeiten macht, eigentlich in ganz unterschiedlicher Form. Also manches sind mehr oder weniger klassische Formen von Theaterstücken, also klassisch nicht, aber sozusagen mit Schauspielern äh, und einem Plot und, und so, ähm, so wie Hate Radio. Manche sind überhaupt dann nur mehr in sozusagen so, so soziale Plastiken, wo etwas im Theaterraum gestellt, gestellt wird, was sozusagen äh, eigentlich die eine, die, eine Nachbildung der Realität ist, aber nicht vollständige Realität, weil im Theaterraum hast du dann immer eine Art von Entfremdung oder neue mhm. andere Regeln und andere Umgänge damit. Ähm, oder bis hin zu den Recherchen, die er da macht in Kriegsgebieten und die dann äh, dort inszeniert und die dann aber hier auf die Bühne bringt und auch die Fragen, die man sich damit stellen muss, äh, gleichzeitig mit thematisiert, ist das jetzt nicht eine Ausbeutung des Leids anderer <laughs> zu meinem Vorteil oder so? Ist es nicht nur sozusagen äh, mit den Mitteln der Kunst? Äh, äh, Politik zu machen führt dann dazu, dass man Kunst macht und nicht Politik. Ja, also so. Ähm, all diese Fragen ha hat man sich zu stellen, aber das sind zumindest äh, Versuche. Ja. Mhm. Brecht hatte mal eine, 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 eine Textreihe, ich glaube am Berliner Ensemble, die heißen Versuche. Äh, und das finde ich eigentlich schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Robert. Ich danke dir, Matthias.